Wir haben heute Feiertag in der Türkei. Darum möchte ich mit euch gemeinsam schauen, welche Geschäfte hier geöffnet haben und welche nicht. Anschließend gehe ich gemeinsam mit euch auf den Basar, der jeden Samstag hier in Siede stattfindet. Wenn euch das alles interessiert, dann schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Auswanderer Türkei. Hier seht ihr immer aktuelle Videos rund um Siede, Kumkuy oder Efrensiki. Wie ihr seht, die Supermärkte haben geöffnet. Zwar sind die Öffnungszeiten etwas verändert, aber die Grundversorgung ist gesichert. Andere Geschäfte, wie zum Beispiel hier der Teppichladen oder der Telefonladen, haben natürlich geschlossen. Die Apotheke wiederum hat geöffnet. Schön ist, dass jeder Ladenbetreiber selbst entscheiden kann, ob er sein Geschäft öffnet oder nicht. Sogar der Baumarkt hat offen. Während ich jetzt allmählich Richtung Samstagmarkt hier in Siede schlendere, möchte ich euch etwas erzählen. Wir haben jetzt eine eigene Website. Die Seite ist noch im Aufbau. Fast täglich kommen neue Sachen hinzu. Also schaut doch regelmäßig einmal vorbei. Mit einer Buchung auf den entsprechenden Seiten würdet ihr uns sehr unterstützen. Den Link zur Webseite findet ihr in der Videobeschreibung. Auf der anderen Straßenseite seht ihr das Restaurant Meschur 49. Dieses hat fast rund um die Uhr geöffnet und vor allem nachts ist hier sehr viel Betrieb. Die Händler, die in der Hauptsaison ihr Geschäft gegen 2 schließen, kommen zum Feierabend hierher zum Essen. Das Essen ist wirklich preiswert und lecker. Hier biege ich jetzt rechts ab und nähere mich dem Siedebazar durch den Hintereingang. Dieser Bazar findet jeden Samstagvormittag statt. Heute habe ich den Eindruck, dass besonders viele Menschen hier unterwegs sind. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um und gehe dann allmählich nach Hause. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in Siede. Ciao, sagen eure Auswanderer aus Siede.